Hi, ich bin Julius und wir sind heute bei Tag 10 vom Kane Festival, Sarah Kane. 22. Hi, ich bin Julius und wir sind bei Tag 10 vom Kane Festival, 22. Wir sind heute bei Tag 10 vom Kane Innen Festival. Wir sind wieder zurück in den Landungsbrücken und heute haben wir Gier gesehen. Sand. Sand. Es gab Sand. Und das war gut. Es gibt eine sehr gute Audioeinführung, die einem viel über das Stück erzählt, ohne was zu verraten. Also ich bin zum dritten Mal heute hier, habe selbst auch schon gespielt und ich mag die Atmosphäre auf diesem Festival einfach sehr gerne. Vom Ankommen bis zum Nachtgespräch. Gerade da noch ein Wein zu trinken, ist eigentlich sehr, sehr schön. Es fühlt sich tatsächlich wie ein Festival an. In diesen Zeiten. War ein Erlebnis für mich und ich würde jedem, der noch die Chance dazu hat, das empfehlen, es auch zu erleben. I come to the theater quite often. Always, almost always watching plays that I absolutely cannot understand in terms of dialogue because I don't speak German. Yeah, this one was special in a way that it was extremely atmospheric. I really enjoyed the play with the sand. I really think one of them invited the others to the house because he drew a lot on the sand, and that's something that's a very specific observation I have. Otherwise, I think the play puts all the sort of digital and technological aspects, the light and the sound design, onto the kind of as a real background, because the movement of the characters on the sound and the sound on the sand is very frictional. It's almost like it's raining. Das Nachtgespräch war wie die anderen Nachtgespräche, die ich hier erlebt habe, sehr sympathisch. Und es ist schön, dass sich Publikum und DarstellerInnen nahe kommen können.